Buenos dias, liebe Padelleros. Hier ist Poldi mit einem neuen Padello-Trainingsvideo aus der Rubrik der Taktikvideos. Und heute beschäftigen wir uns mit die Kommunikation in der Defensive. Vor, hinten! Getroffen! Aus gegebenem Anlass sprechen wir heute über die Kommunikation eines Doppels in der Defensive. Während man beim Tennisdoppel mit seinem Partner kaum oder gar nicht kommuniziert, ist das beim Padel sogar wünschenswert und auch hilfreich. Deswegen unterscheiden wir dort zwischen zwei Kommunikationsthemen. Nämlich dem ersten Thema, wer spielt überhaupt den Ball? Das kann oft problematisch sein, wenn es sich um Bälle in der Mitte handelt und nicht ganz klar ist, welcher der beiden Doppelpartner jetzt zum Ball hingeht. Da kann es dann hilfreich sein, wenn man durch ein Ich oder Du anzeigt, wer sich zum Ball bewegt und den Ball dann spielt. Und im zweiten Thema, dass ich mit meinem Partner kommuniziere, sobald wir als Doppel überloppt werden. Wenn mein Partner den Ball nach der Bande spielt und nicht sieht, was die Gegner machen, kann ich ihm durch Beobachten der Gegner sagen, wie diese sich positionieren, damit er den bestmöglichen Ball spielen kann. Das kann so aussehen, dass ich sage, Vorhand vor, Vorhand zurück und er weiß dann, wo sich der Gegner positioniert und kann dann den bestmöglichen Ball spielen, die Lücken beim Gegner finden. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.